Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro Dev Pro Online. Heute gleich zwei Sachen, die wir schon lange nicht mehr hatten. Erstens eigenes Deck, zweitens gegen Creepfan. Ja, und damit auch hallo zu meiner Aufnahme. Danke, dass du anfängst. Ja. Mein Deck macht nicht viel in der ersten Runde. Und ich habe eine Scheißhand. Ich spiele, weil ich mich mit dem Deck ganz gut auskenne. Ich spiele just for fun Trap Tricks mit Fiction Ritter, weil ich mal wissen wollte, wie gut das funktioniert. Warum war es doch Fiction Ritter mit Trap Tricks? Okay. Bisher klassischer Satellakäse. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Starthand war. Wir werden es gleich sehen. Je nachdem, wie viele Gesettete jetzt kommen. Na, maximal noch zwei. Ja. Die Frage ist nur, kommen wirklich die zwei? Ich glaub's eher nicht, sonst hätte er die schon eine gesetzt. Genau. Omega. Okay. Nicht ganz so pralle die Starthand, aber geht schon. Die Starthand war ziemlich geil und wäre noch geiler geworden, wenn du nur mit denen eröffnet hättest. Jetzt ist nur die Frage, was ist die eine Karte, die da liegt? Wahrscheinlich eine Sternova Alpha oder so ein Käse. Natürlich. Dann sag ich danke, was das ist. Okay. Na dann. Na dann. Das ist uncool. Das bringt aber nicht so, dass das Material trotzdem auf dem Friedhof landet. Willst du direkt angreifen? Nein. Das Monster schon kaputt machen. Ich bin ein Satz. Jetzt kommt die Honest. LOL. Oder auch nicht. Ja, dann sag ich danke. Ja, meine Starthand ist wirklich so brutal scheiße, wie es jetzt aussieht. Das Problem ist der Dimension so nicht Makrokosmos. Das heißt, er hat die zwei im Friedhof, die er im Friedhof braucht und die da auch bleiben werden. Nee, das meine ich nicht mehr. Ja, meine Starthand ist wirklich so scheiße. Ich meine, ich kann eine setzen, eine Karte spielen und habe trotzdem noch zwei Karten auf der Hand. Das ist mit Yosenyu fast unmöglich. Ich hab Ahnung, was da ist. Das eine ist einfach die Karte, das ist eine der Karten, weil ich mich über den Namen aufgeregt habe. Nee. Jetzt die Frage. Das ist nicht. Theoretisch. Machen wir es mal so. Das ist sogar noch vergleichsweise harmloser Zug. Trotzdem nicht. Ich habe keinen Bock auf die Bottomless. Ich würde das Deck hier ziemlich wrecken. Deswegen habe ich es gemacht. Okay, Und ist ja so oder so die verballerte Normalbeschwörung. Ja. Das sollte funktionieren. Ach nö. Angriff kommt trotzdem keiner. Was? Warum? Hm? Warum holst du beide? Das ist doch ein Altair auf der Hand, denke ich. Da hast du vollkommen recht. Aber? Ja, aber der wollte gar nicht kommen. Ah. Genau. Noch ein Weger, okay. Und du darfst und noch... Und dieser Zug war nicht zu Ende gedacht, weil... Eine fliegt jetzt weg. Das jetzt sehr wohl ein Monster ist. Genau. Und das Ding macht jetzt einen Abgang. Da habt ihr vollkommen recht. Satz mit X, das war wohl nichts. Das ist jetzt trotzdem leicht ärgerlich, wenn ich jetzt nichts Gutes ziehe, komme ich nämlich am Infinity nicht wirklich vorbei. Keine Ahnung, keine Ahnung. Der jetzt 100 das Pro kommt. Er sagt doch eben, den habe ich nicht im Deck. Ich habe nicht zugehört. Zu sehr mit dir selbst beschäftigt gewesen. Sagt dich das? Ich rede mit Skuamato. Warum sollte der Infinity hier nicht im Deck sein? Meinst du jetzt bei euch oder bei mir? Ja, bei... Bei dir. Bei mir ist er garantiert nicht im Deck, weil das ein TCG-Deck ist. Bei mir fehlt er, weil ich ihn nur in mein richtiges Fiction-Ritter-Deck reingepackt habe, nachträglich. Aber gut, also. Ist doch eigentlich auch schön. Dann überlegen wir uns beide nach TCG regeln. Ist zumindest Fairness. Mit Materialien werden ja mein Friedhof gelegt, oder? Ja, ja. Sich vollkommen bündeln. Ja. Aber davor bei Omega auch schon. Ja. Marco, der schmeißt alles weg. Was habe ich jetzt eigentlich alles erfolgreich weggeschmissen?
Achso, ja, weil die Materialien nicht als Monster zählen, sondern als Materialien, ja, macht Sinn. Am besten wäre es ein Yuzenyu Karma 3. Ja, der wäre jetzt richtig geil. Und Karma oder Karma 1 wären beide gut. Ja, aber Karma 3 wäre zuerst gut und Karma 2 erst mit Verzögerung. Und irgendein Typ auf Steam spielt gerade Sniper Elite 2. Kann mich nicht erinnern, ihn geadded zu haben, aber okay. Das ist sogar noch besser, finde ich auch. Hier ist klar, dass da vielleicht wohl immer noch die Sternova Alpha liegt, was ich vorhin gesagt habe. Oder? Ah, ne. Auch nicht besser. Tja, jetzt einfach angriffen. Sie hätte auch nicht viel gebracht, weil er dann trotzdem recycelt hätte. Aber du hättest doch was gehabt und hättest nicht die einzigen Karten, du hättest auf dem Friedhof. Jetzt, schön mal. Die Frage, die ich mir nur gerade stelle, ist: Was hat der noch alles auf der Hand? Vega und Altair, ne? Ja. Sei mal honest. Blitzbolt. Vega und Altair. So, mit Altair kann er sich irgendwas im Death zurückholen und dann kann er theoretisch Nexus machen. Reicht das auf 0? Ich wüsste nicht wie. Dafür wären 3.500 Attacken nötig. Reicht. Es reicht. Vega und Altair und Deltaros plus der Cowboy in Main 2 reicht. Okay. Dann müssen wir es so machen. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich trotzdem verloren. Muss nicht sein. Der kann jeden Effekt nur einmal pro Zug aktivieren. Moment, wie war das nochmal? Achso, genau. Nein, dann kommt der. Ist aber schon ein Match, oder? Nee, einfach nur so. Ach, scheiße. Ja, wie gesagt, ich hatte die bockschlechte Startin des Todes. Auf der Hand ist noch ein Karma 2 und noch ein Zuhieb. Huch, ich hab grad nicht mit. Ich hab mir einfach einen Unukai genommen, okay. Ja, ist egal. Das war's eh. Ja. So, dann tun wir mal so, als wäre das ja ein Match gewesen und ich sag bis gleich. Bis gleich. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und die beiden sind in der Videobeschreibung. Jo, danke. Ciao. 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 Ich hoffe mal, dass so, da sind wir wieder. Ich hoffe mal, dass ich diesmal ein Tickchen besser ziehe. Es besteht noch Hoffnung. Oh, Makrokosmos. Ich könnte jetzt Makrokosmos nehmen oder ich nehme die Tanky und baue mich erstmal auf. Ich nehme die Tanky und baue mich erstmal auf. Das finde ich fast angenehmer. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so geil, wie es hätte sein können. Ich glaube, ich will den Bouncer haben. Mhm. Setten wir das und setten das. Diesmal haben wir einen. Okay. Na gut, dann fange ich mal klassisch an. Dieses Mal tatsächlich. Geil. Ja, schauen wir mal. Aha, hast du dir alle Fallen gemerkt? Okay, nein. Gut, ich habe mir einige gemerkt. Ich habe mir alles gemerkt. Ja, Alpha, Vanity und Trapjack, Strapo, Nightmare. Alle drei kratzen mich nicht. Ansonsten haben wir noch Mirmeleo, Honest und ja, der Alter hier ist ja weggeflogen. Gut, dass mich alle drei überhaupt nicht kratzen, weil der Dinep macht einen Abgang, damit die Alpha nicht kommen kann. Mhm. Und die anderen beiden... Naja, Vanity hat die Jodian sowieso noch nie gekratzt. Genau. Vanity kratzt mich nicht, weil... So what? Und du spezial beschwörst nichts, insofern ist auch der Fall Gruppenalbtraum ziemlich irrelevant. Eben. Ah, ich könnte mal spezial beschwören, ausnahmsweise. Nö. Zack. Ja... Ich hätte gern die Search. Ich hätte gern die Geheimtechnik.
sagen, ich hätte lieber eine Mirror Force gezogen, aber gut. Dann hätte ich aber anders gespielt. Dann hätte ich die Shinchuel nämlich in die Panelzone reingepackt, um eine Zerstörung durch Karteneffekt zu verhindern. Stimmt allerdings. Das Schöne an Nintendo ist ja die hohe Variabilität. Ja, deswegen spiele ich ja Shinchuel so gerne. Also, ich glaube, Standard, ich spiele sie nur einmal. Standard ist, glaube ich, sogar, dass man sie öfter spielt. Naja, wir gehen ja in der. Das geht ja, das ist ja bei uns im nächsten Deck-Profile drin am Samstag dann. Werden wir das ja sehen. So, die Falle ist getoppt-deckt, ne? Ja. Verhindern wir das? Oder schießen wir lieber auf die. Ne, wir verhindern das, weil ich kann die Bottomless jetzt nicht gebrauchen. Abgang. Na prima. Jetzt ist echt nur die Frage, was ist die eine neue Verdeckte? Na bravo. Siehst du lieber so, wie groß ist die Chance, dass es eine nervige ist? Sogar relativ hoch. Obwohl... Targeted Bottomless? Nein. Nee. Targeted Solem? Müsste. Ja. Weil meine Viecher hier können ja gerade nicht getargetet werden. Ne? Mhm. Achso, nee, Compulsed. Compulsed wird getargetet auf jeden Fall? Ja, das auf jeden Fall. Und wir dürfen jetzt nochmal was searchen. Ich nehme den nächsten Secret Move. Prison kann nicht kommen, die Prison targetet auch. Das ist in der Tat eine nicht so schöne Situation. So, jetzt darfst du raten, welche von den beiden ist der Secret Move. Ich könnte jetzt eine richtig schöne gute Karte gebrauchen. Ich bin gespannt. Gibt's Schlechteres? Och nö. Wobei du das ja eh annullieren kannst. Ich gebe dir einen Tipp, hier war der Secret Move. Ja, viel mehr von mir nicht mehr kommen. GG. Okay. Womit's 1-1 steht. Yep. Jo. Yay! Glaub an das Herz der Karte. Übrigens, falls das linke war übrigens Ring der Zerstörung, was dazu kam. Okay, warum hast du den nicht einfach aktiviert? Achso, targeten! Er würde wählen. Klar, der Ring der Zerstörung targetet ja auch. Ja gut, beenden wir es trotzdem noch schnell. Yay! Hä? Wieso funktioniert das? Null Attack! Es gibt keinen Schaden. Ja, aber ich habe dich doch getargetet. Du kannst nur ihn targeten. Du kannst mich nicht überhaupt nicht targeten, du kannst einfach... Dein Gegner kann keine Yuzenyu-Monster, die du kontrollierst, als Ziel für Karteneffekte wählen. Außer diesen, okay. Außer diesen, ganz gewesen. Genau. Außer diesen. Ja, hätte trotzdem keinen Unterschied gemacht. Ich hatte auf der Hand übrigens noch Darkhole und Book. Und verdeckende Venti. War nicht anders. Und ja, die anderen beiden ist ja. Alles klar. Ja gut, dann würde ich sagen, gibt's die Runde 3 morgen wahrscheinlich oder demnächst. Bei uns gleich. Bis dahin. Ciao. 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 Willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Pro Death Pro. Wir spielen heute mal wieder gegen Skomat und Chiok. Immer noch in dem angeblichen Match. In dem ich aber Fairness. Das immer wieder? In dem ich aber Fairness halber nicht gesided habe. Ansonsten hätte ich hier halt die Heldenregel 2 reingepackt. Und damit 3 Karten, die das. Die Satellas ziemlich wrecken. Oh wow, das Starthand. Gut oder schlecht? Wow. Also. Eigentlich braucht man ja mit Yuzenyu nicht viele Monster. Aber irgendeins darf es schon sein. Alter, das Backrow. Dafür ist die Backrow, die ich habe, ziemlich geil. Also das sind eher die Top-Quality, oder das heißt, ich habe nur Top-Quality-Backrow hier drin. Weil es gibt einfach so viel davon. Alles klar. Vega.
Ja, übrigens, ah, so, jetzt sehe ich auch mal, was hier passiert. Ich war bis eben ging das nicht. Bis eben war die noch als im Host angezeigt, aber egal. Wer ist übrigens die letzten so beiden Duelle nicht gesehen hat, der sollte mal in die Playlist schauen, es gab schon zwei davon. Hast du den Effekt jetzt bewusst nicht aktiviert oder ging es einfach nicht? Ich habe nämlich nicht aufgepasst, leider. Gehört alles zum Plan. Gut. Zwei Worte. Warum? Antwort. Antwort von einem Wort. Alpha. Sekunde. Ich will dem keinen offenen Satellite liegen lassen, den er für Alpha opfern kann. Ganz einfach. Und der hat auch den Alpha. Das sehe ich doch, sonst würde er jetzt nicht so zögern, sonst würde er das Ding einfach kaputt machen lassen. Der hat den Alpha da verdeckt. Wie Alpha? Wie Alpha. Das ist obvious. Okay, und es gibt noch einen anderen Grund, den du eventuell später noch siehst. Ah! Siehst du? Da haben wir das schon. So. Und dagegen willst du was tun? Dagegen kann ich schon was tun. Ich überlege nur gerade, ob ich es tun soll. Aber ich glaube, ja. Nein. Ich will das nicht. Ich will dich nicht in Gang kommen lassen. Echt nicht. Wenn dir das wert war. Was? Du hast noch zwei Karten auf der Hand. Noch eine. Wow. Das Problem ist bei Yosenyu, dass sau viele fallen, die einfach nicht jucken. Mal sehen, ob der durchgeht. Wahrscheinlich nicht. Aber zumindest wissen wir, dass in der Mitte zu 99% der Alpha liegt. Die Alpha liegt. Das stimmt. Wie gesagt, 99%. So, das andere war eine Karte, die er jetzt anketten konnte. Also kommt Puls wahrscheinlich nicht. Das hätte er instant weggeklickt. Dann tippe ich auf die Bottomless. Wenn er mich jetzt angreift, kriegt er neues wieder zu. Nein. Wieso nicht? Lies den Effekt mal genau durch. Ja. Ich sage es jetzt einfach, weil du sonst einfach durchlesen würdest. Ich greife einfach nur, du kriegst einfach nur die 1500 Schaden in der Endphase, kommt das Ding zurück. Mehr passiert nicht. Ein anderer, der muss auf dem Feld liegen und dann muss ein anderer Yosenyu Schaden drücken. So läuft das. Warum müssen Effekte kompliziert formuliert sein? Das ist doch eigentlich für dich sogar gut formuliert, sonst hätte ich erst was gekriegt. Aber so kommt der einfach nur wieder auf die Hand. Jo. Ja, damit kann ich ja leben. So, jetzt habe ich natürlich keine Monster mehr. Natürlich hattest du keine. Das wäre gerade mit Vega was über. Ich ziehe aber auch keine. Das epische Backrow-Duell auf du. Unterschied ist nur, dass du bereits ein Monster hast. Ja. Dem ich jede Runde für 1500 reingehe. Wow. Und der kann nichts dagegen tun. Also sollte nichts dagegen tun. Ich ziehe eine Backrow nach der anderen. Ja, aber er auch. Ja. Ich hab hier langsam so OP Backrow-Karten liegen, das ist echt krank. Unurkalai. Der Top-Deck. Das darfst du sogar. Mehr als den Dänen zu milden kann ja nicht. Nur die Frage, ob der Call liegt. Das ist jetzt die Frage. Offensichtlich nicht. Oder das heißt, er kann ja jetzt auch noch kommen. Ich greife ihn einfach mal an. Was kann schon schief gehen? Zweite Spiegelkraft kann kommen. Jetzt kommt der Alpha, der da in der Mitte liegt. Die Alpha. Wird das jetzt ein Running Gag oder was? Nee, ich bin nur gerade unfähig. LOL! Und kein Call! Könnte sich in der Tat etwas ziehen. Ah! Nice. Zweites Monster. Dann geht mal los. Quasi. Vielleicht hätte ich auch. Werden wir sehen. Komma 1, Komma 3. Und ich gehe
eine materielle Beschwörung. Einfach BÄM! Ich gehe mir davon aus, dass du das annullieren kannst. Willst du was Lustiges hören? Kann ich nicht. Oh. Wollt ihr mal was Lustiges hören? Hm? Ich habe gerade auf meinen keinen Sinn erhaltenen Random Facts Kalender geschaut, weil ich mir eingefallen ist, dass ich heute vergessen habe, den Zettel zu reißen. Und da steht jetzt gerade drauf, dass es üble Gerüche findet, wenn man in seine Turnschuhe Teebeutel reintut. Das wusstest du noch nicht? So, ich will aber den Karma retten. Komm, ich habe genug Monster, um eins ziehen zu können, oder? Das wäre ja auch zu einfach. Erst tatsächlich. Weißt du was? Ich habe nochmal ein Monster getoppt, Dick. Schön. Musst ja irgendwann kommen. Mhm. Okay, mich hat gerade ein Zuschauer anscheinend angeschrieben, der Dunkin' Donut heißt. Das sagt mir irgendwas, der Name. Ich warte. Woher kenne ich den? Sag, Moment, sagt dir Dunkin' Donut Name oder sagt dir Dunkin' Donut an sich was oder Dunkin' Donut der Name von einem Death Row Spieler? Als Username. Ich habe hier keine Background, ich habe hier nichts drin, was von Fallen unberührt bleibt oder so, also gehe ich auf nix. Hatten wir den schon mal in einem Duell? Wenn ja, könnte das sagen, dass wir den Namen gemerkt haben. Ah, also doch. Das Blöde ist nur, ich habe immer noch 1900er Bieter. Eben. Ja, aber wenigstens kann ich mir was holen. Kannst du tatsächlich. Außer dafür, der gibt noch mehr Käse. Eine Geheimtechnik oder so ein Scheiß. Das ist nicht immer eine Fiendisch. Oder sowas. Er hat doch die Alpha, ne? Ja, aber wollte er offensichtlich nicht machen. Warum auch immer. Der macht mir jetzt Kampfschaden. Yep. Ja. Wow. Das war jetzt irgendwie ein Armutszeugnis. Ja, ich weiß. Warum nicht, kam nicht kann auf ich die bitte Fiendisch? Alter Irrtop decken? Warum kam ich auf die Fiendisch einfach die Alpha? Oh Mann, und ich bin nicht so ein Idiot. Ich hätte mir die Fiendisch gerade schenken können. Ich sag später noch warum. Da bin ich ja mal gespannt. Ah, das war jetzt gerade ein Missplay von mir. Ich hätte mir die Fiendisch echt schenken können. Egal. Egal. Ah, ich krieg AIDS. Bitte kart ihr mich. Wenn ich rate, muss ich sagen, er hat da unter anderem eben gerade noch einen Call gesetzt. Das ist nämlich dann die Karte, die er ganz auf der Hand hatte. Wieder so ein richtig schönes Duell, wo man nur die Backcourt zieht. Den Secret Move brauche ich mir doch. Den Secret Move nehme ich mir. Ha! Ich bin jetzt total okay, wenn das ist. Weil. Aufgepasst. Du hast noch eine Backcourt-Karte und deswegen kannst du bluffen, wo er liegt. Nö. Deswegen. Also. Das geht natürlich auch. Aber denk dran, die kommen nicht auf die Hand zurück. Ja, deswegen ja. Oh, Scheiße. Warum habe ich die Geheimtechnik nicht gesetzt? Ich bin so fail. Hä? Was ist du jetzt? Ach so, boah. Der Plan war klar gewesen, ich hätte nur die Geheimtechnik setzen müssen. Ja, das wäre durchaus intelligent gewesen. Okay. Wisst ihr, was richtig schräg ist? Ihr blitzt ständig, aber es donnert nicht. Okay, mir tut's weder noch. Und ich sollte aber trotzdem das Fenster zumachen, weil es soll heute noch losgehen. Oh. Heilige Scheiße. Aber er kann nur. Ja, hätten wir jetzt die Geheimtechnik. Er kann nur für eine Karte gehen. Jetzt so eine Geheimtechnik. Langt aber auch. Jetzt so eine Geheimtechnik. Theoretisch würde lang, wenn wir keinen Cowboy-Mixer-Deck hätten. Ja. Naja, da wird schon noch einiges dagegen liegen, wegen sowas wie Cowboy. Zum Beispiel so ein Trap-Hole Nightmare. Oder die Standova Alpha. Aber fürs Erste tut's auch sowas.
Ja. Ja, er hätte sich die Finish wirklich schenken können. Nee, weil ich dachte, ich kann es ja nicht aktivieren, weil ich keine Hand habe. Und ich hatte zu dem Punkt ja auch keine Hand. Ne? Ich hatte ja wirklich keine Hand. Was ich nicht bedacht hatte, dass ich ja in der Endphase meine beiden Monster wieder auf die Hand kriege. Und dann habe ich wieder eine. Da hatte ich vorher nicht mitgedacht. Aber egal, diese Runde kann kein Angriff kommen. Das heißt, Jinshu liegt da erstmal. Und vor allem steht noch Walfass raus. Ja. Oh, die übrigens nicht da top deckt. Oder? Er hat doch eben Soul Charge gespielt. Ja. Nee, weil Vegas Effekt durchging. Deswegen dachte ich, kam nur noch ein Monster. Oh, lol. Hä? User in your channel timed out. Yep. Der ist raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.